Reiten mit der, wir sind jetzt hier, Cash, wollte ich sagen, mit der Map-Wahl von Panther. Also gucken, ob sie auf Cash noch ein bisschen, vielleicht noch besser zurechtkommen. Möglichkeiten sind definitiv da. Und da oben hat sich Kenny versteckt. Kommen sie nicht so ganz an ihn ran. Nette Knife Round Tactics auf jeden Fall. Kenny will nicht. Hat keine Lust. Also das Ganze könnte jetzt natürlich durchaus noch 59 Minuten dauern. Er gibt alles. Kenny, es gibt alles. Sie wollen aber auch nicht. Ah, solange er da... Be right back, Kaffee und... Da sind noch zwei Leute mit. Na gut. Also alles hat sich gelohnt. Aber wir werden Panther Sports dann auf der City-Seite höchstwahrscheinlich sehen. Ich denke mal, dass sie jetzt noch switchen wollen. Ja, da muss ich mal kurz beraten. Also dann von links nach rechts 0 zu 1. Ich blende es euch oben unter der Zeitanzeige gerne nochmal ein. Dort seht ihr dann immer die aktuelle, den aktuellen Spielstand. Und jetzt geht's in die First Round. Also, Panther muss erstmal eine schöne CT-Runde vorlegen, wenn sie hier gute Chancen haben wollen. Sollte man Titan hier allzu viele Runden geben, dann haben wir schon eben gesehen, das wird dann zu knapp. Also 60 Runden reichen auf Inferno offensichtlich. Auf Cash kann man meistens ein kleines bisschen mehr holen. Aber es ist natürlich die Frage, ob Kenny S. weiterhin so gut in Form ist, wie er das gerade auf Inferno gemacht hat. Hab's wieder... Ah, ich wollte schon sagen, vielleicht wieder eine starke Pistol-Route hinlegen. Einer hat er mitgenommen, immerhin. Wichtig, dass man dann nicht ganz ohne abtritt. Apex. Hat nicht damit gerechnet, dass er noch jemand ist. Crystal drückt ihm ins Gesicht. Jetzt kommt er nochmal über den Schacht nach. Der Weg ist natürlich kürzer als über VB. Und jetzt ist es im Schachtgang. Die Position muss überprüft werden. Hat natürlich einen Easy Pick. Panther weiß jetzt, wo er ist. 1 gegen 1. Struxi. Struxi. Angeschossen. Kriegt er nicht tot. Er kriegt ihn nicht tot. Und die Zeit läuft. Existence holt die Runde. 1 zu 0 Titan. Ja, schade. Struxi hat irgendwie den Pick nicht ganz bekommen. Hat es ihm natürlich auch extrem schwer gemacht mit seinen Moves. Die vielen Kniebeugen und das ständige Rumgehüpfe macht es natürlich für eine CT-Piste unglaublich schwer, ihn zu erwischen. Man ist ja schon auf den Headshot auch angewiesen. Hier viel auf die Mitte zu spielen. Flash sitzt nicht. Ich sehe, das kann man natürlich laut tun, beziehungsweise ist an ihm vorbeigeflogen. Jetzt kommt der Kenny erst schon über die CT-Mitte. Ah, sind sie gemeinsam raufmarschiert. Rauf 2 zu 0. Und jetzt entscheiden sie sich hier für den B-Stack. Panther sieht aber, Titan sieht aber nicht so aus, als ob sie sich darauf einlassen wollen, so wie das, wie der momentan der Aufbau ist. Zwei Spieler Richtung A, jetzt läuft da auch schon Kenny S. raus. Geht natürlich ein kleines bisschen scouten.
Und ich würde mal fast behaupten, dass sie dann dort auch mitbekommen, dass der Rest wahrscheinlich auf dem B-Spot sitzt. Aber Bombe braucht noch ein kleines bisschen, aber ich sollte die jetzt eigentlich einsammeln und sich auf den Weg machen. Da war es noch im Duell. Hätte er Ricardo theoretisch haben können. Reefrake sitzt dann. Ja, zu viel zu holen ist dann natürlich nicht mehr für Crystal. Kenny S. im Schacht, der sollte eigentlich da nicht mehr rausdroppen, könnte sich in Ruhe auch zurückziehen und seine Waffe nicht mehr riskieren. Und wir sehen schon, da kreisen sie ihn ein. Wie die Raptoren von allen Seiten. Keine Chance, 3 zu 0. Titan, jetzt kommt die erste Waffenrunde und jetzt schauen wir uns mal an, ob Panther hier auf Cash gutes Spiel findet. Wir sehen Kenny erst sofort an der AWP und wir sehen auch Crystal auf der anderen Seite, der versucht ihm die Stirn zu bieten. Also sind wir mal gespannt auf das eventuelle Mitte-AWP-Duell. Wobei, der Franzose ist erstmal unterwegs Richtung A, versucht da seinen Blick Richtung Main zu werfen. Crystal, jawohl, hat sein AWP-Duell gewonnen. Das war ein wichtiges. Erstens, damit der Kenny S. so ein bisschen auch zeigt, dass man sich nicht mit ihm anlegen sollte. Und zweitens natürlich, um den A-Spot ein bisschen sauber zu halten. Eine starke AWP auf dem Spot ist immer ein Hindernis für den Gegner. Da möchte man nicht unbedingt drauf marschieren. Crystal, Schuss sitzt. Einer close. Was macht er denn? Bisschen unvorsichtig. Wollte seine Position wechseln, aber er wurde von... Er wurde da beim Messerswitchen erwischt. Und der RPK räumt den Spot auf. So viel zu den Hoffnungen von Panther-Spots für diese erste Waffenrunde. Jetzt geht's nochmal in die Eco. Es wird kein Weg dran vorbei. Das 5-0 kann leider relativ schnell passieren. Problem. RPK hat sich da auf ein Duell eingelassen, was er eigentlich hätte sein lassen können. Ja, wie gesagt, 5-0 kann relativ schnell passieren. Man hat dann die erste Runde und dann spart man ja zweimal. Schönes Brett von Maniac. Also auch die Eco geht durch. Astavos hat sich auf den Smoke schon verlassen. Also zum Glück sitzt hier Apex sauber. Hat einiges an Damage gemacht. Apex, wenn er da stehen bleibt, kriegt er noch die Nade ins Gesicht. 35 HP. Existence auch schon gut angeschossen. Also, schon mal ein kleines bisschen Chancenverbesserung für die Panther-Jungs. Aber es sind die Headshots von Titan, die ihnen hier gefährlich werden können.
Crystal. Da unten links steht jemand. Ich denke mal, dass da eine Smoke ist, die wir nicht sehen. Also, falls jemand fragt, warum schießt jemand auf Droxy? Da ist eine kleine Smoke gewesen, die offensichtlich im GoTV untergegangen ist. Hier sehen wir sie auch auf dem Radar, sehen wir sie. Und Maniac ist hier raus. Der hatte mal ein ganz gutes Gespür dafür. Er hat den ersten ein bisschen verschossen. Irgendwo auf dem Spot muss noch jemand sitzen. Solange Maniac da lebt, muss man mit ihm rechnen. Und jetzt zieht sich der Schweizer erstmal wieder zurück. Bombe liegt da irgendwo in der Mitte down. Und ich glaube, das weiß Penta. Das heißt, sie könnten die jetzt eigentlich ganz gut saven. Da unten ist sie. Ich habe es noch nicht darauf reagiert, also vermute ich, dass es schon längst angesagt wurde. Aber Trappy zieht auch so mal ein kleines bisschen zu ihm, damit die beiden sich besser unterstützen können. Und Titan gibt das Ganze auf. 5:1. Also, wichtiger Moment für Penta, jetzt die erste Runde einzufahren. Wenn man der Titan zu sehr in den Lauf lässt am Anfang, dann kann es passieren, dass man allein daran schon scheitert. Diesmal hat Kenny erst ein Opfer gefunden, VB. Das ist Trouble, den er da erwischt hat. Kann wohl nicht ausstehen, dass sein Gegner da seinen Namen fakt. Eigentlich ist das natürlich eine große Anerkennung. Wenn die Leute alle mit dem S hinter dem Namen rumlaufen. So, und jetzt gehst du Titan Mitte raus. Eine einzige Smoke nur, um das Ganze ein kleines bisschen leichter zu machen. Servos noch damit beschäftigt, sich mit der Tür anzulegen. Aber das große Problem, was er gleich hat, da kommt jemand von kurz um die Ecke, die hat er nicht gehört. Und er sollte Steps auch hören. Nicht so wie bei uns, dass die einfach verschwinden. Das war nicht gut gespielt von Panther. Da haben sie die Mitte so offen gelassen und niemand hat mitbekommen, dass da ordentlich die Armee marschiert Richtung kurz. Und das ist das 6:1. Ganz, ganz bittere Runde für Penta. Es ist dieses Zauberwort Anschlussrunde. Das ist das große Problem. Es fehlt dann wieder das Geld. Man gibt natürlich mit einer gewonnenen Runde den Loser-Bonus auf. Also Loser-Bonus für alle, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, die das mehr Geld, was man bekommt für jede weitere verlorene Runde. Also man fängt mit 1400 an für die erste, dann gibt es 1,9, 2,4 und 2,9, 3,4 und da ist dann das Maximum erreicht. Sobald man eine holt, ist der komplette Loser-Bonus wieder resettet auf 1400. Und dementsprechend fehlt dann oftmals nicht nur einmal das Geld, sondern vielleicht sogar noch ein zweites Mal. Jetzt geht's rauf auf den B-Spot. Da stehen noch zwei Leute von Penta. Crystal wird versuchen abzulenken und zu sterben. Und jetzt kriegt Struxi seine Gelegenheit. Aber sie überprüfen seine Position doch nochmal. Netter Versuch. Leider schief gegangen. So, jetzt sind wir schon bei 7:1. Das sieht nicht so gut aus. Aber auch hier könnte Penta noch in Schwung kommen und könnte das Ganze rausholen. Sie haben sich entschieden, jetzt zu kaufen, auch wenn es da an der einen oder anderen Ecke nur von den Farmers reicht. Reicht?
Roxy, bisschen offensiv. Klappt das hier unten in der Mitte? Das könnte funktionieren. Hat Existence eigentlich im falschen Fuß erwischt, aber ich hatte ihn irgendwie nicht richtig down gekriegt. Existence und Apex beide low, aber es sollte auf jeden Fall reichen, um es den beiden Spielern hier möglich zu machen. Ich hat nochmal die Waffe gewechselt. Jawohl. Schuss sitzt und das ist vor allem Kenny S gewesen, der Einzige, der noch viel AP hatte. Wenn Apex da runterfällt, dann ist er vielleicht sogar tot. Also beide Spieler gut angehittet, ein Hit müsste reichen. Christian nimmt einiges an Schaden in Kauf, nur um in die Main reinzukommen. Apex, schöner Headshot, darf natürlich nicht erschießen und der Molotov, der hat Christians Position hier deutlich schlechter gemacht, als sie eigentlich hätte sein müssen. Aber er kommt über die Tür. Sollte also den Überraschungseffekt auf seiner Seite haben. Existence, das ist die Bombe. Und jetzt kommt der perfekte Moment für Crystal. Gegner legt defensiv. Crystal Nummer 1. Zieh rum, drück ihm einfach. Jawohl. Kann nicht verhindern, dass Titan die Bombe noch legt. Aber zumindest die Runde, die hat er gesichert. Und jetzt werden wir eine kleine Pause sehen. Denn Stavros ist vom Server geflogen. No Steam Lock on ist also wahrscheinlich ein Crash. Und jetzt gibt es die Chance für Panther in Schwung zu kommen. Auch hier wieder Zauberwort Anschlussrunde. Sollten sie die verlieren, dann ist das Geld natürlich wieder alle. Auch jetzt ist es schon nicht allzu viel, was da noch übrig war. Baut nochmal neu auf, Richtung Mitte. Stavros, Tür sauber gehalten. Manic versucht da möglichst viel Stress zu machen, aber bisher hat er relativ wenig Erfolg damit gehabt. Stavros hat ihm ganz gut die Stirn geboten an der Stelle. Jetzt kommt da noch jemand nach. Damit bekommt das Apex die Bombe auf dem Rückgrat. Ich denke, das auf dem Radar zu sehen. Sollte eigentlich gespottet worden sein. Ihr seht es schon, hier soll es dann gleich auf den Baseboard gehen. Trouble, perfekten Flash von seinem Mate, wunderbar, kann zwei, drei Leute mitnehmen. Schönes Teamplay an dieser Stelle. Wunderbar gemacht von den beiden Panther-Spielern. Hätte Trouble dort auf seinem Hintern gesessen und einfach nur entspannt darauf gewartet, dass die Gegner um die Ecke kommen, dann hätte er wahrscheinlich genug Überraschungseffekt für einen gehabt, vielleicht für einen zweiten, aber spätestens der dritte hat ihn höchstwahrscheinlich gepickt. Somit dieser Offensiv-Flash, haben sie die Initiative auf ihre Seite geholt. Und damit zu Recht die Runde dicht gemacht. 7 zu 3. Das sah gut aus. Jetzt wird wieder oben drüber gepusht. Also das Geld geht auch langsam aber sicher zur Neige bei Titan. Sie lassen den Franzosen da ziemlich viel Spielraum in der Mitte. Auf Cash spielt die Mittekontrolle meistens eine ziemlich große Rolle. Denn ihr seht schon hier Struck zum Beispiel, der muss sich in beide Richtungen gleichzeitig konzentrieren. Und den einen Spieler, den sie da versucht haben durchzuschicken, der hat nicht genug Stress gemacht, als dass Panther da nicht nachgeschoben hätte. Trouble noch. Aber sie müssen erstmal die Smoke abwarten. Trotzdem können sich die Deutschen schon mal gut in Position bringen, um den Retake hier einzuleiten. Der PK bleibt erstmal in Deckung. Molotov dahinter. Jawohl, sauber gespielt von Stroxy. Hat er aber die Granaten gelöst, wusste natürlich, dass der Gegner sich nicht zeigt. Manche Spieler zeigen sich dann trotzdem, aber das muss nicht heißen. Maniac.
bitter. Jetzt verlieren sie die Initiative hier doch. 8 zu 3. Es ist sehr schwer, gegen viele Spieler den B-Spot zu retaken. Und wenn dann eine Sache schief läuft, dann ist es meistens so eine Kettenreaktion. Tja, und ich hatte es vorhin so ein bisschen angekündigt und es scheint sich jetzt leider zu bewahrheiten, dass man mit Titan auf der T-Seite hier auf Cash nicht spaßen darf. Also ja, wie gesagt, auch wenn es eigentlich eine Map ist, die Panther ganz gut liegt, würde ich das mehr oder weniger als Titans stärkste Map bezeichnen. Zumindest, was ich in der Vergangenheit so gesehen habe. Auch wenn sie, glaube ich, am liebsten Inferno spielen. Aber das ist auf Cash doch immer wieder gefährlich geworden, für auch für die richtig guten Teams. Boah, Maniac hat das Bang-Duell gewonnen. Existence musste schon auf die Tech-9 wechseln. Existence, ich kenne die erst, würde ich sagen. Trotzdem 2 gegen 2, da ist noch ein bisschen was möglich. Grist ist erstmal noch abgesmoked, kann also so schnell dann nicht eingreifen. Jetzt kommt Star Wars über die Mitte. Und es wird noch ein bisschen geduldet. Hat er getroffen? Hat er Grist gerade erwischt? Ich glaube, er hat den Hit gesetzt durch die Wand. Zeit wird langsam schon ein bisschen knapp. Kenny hat eigentlich die perfekte Position. Wenn er den nicht verschießt, dann ist keine Chance, das noch zu retaken. 9 zu 3. Ja, und so schön knapp die erste Map hier gerade war, umso deutlicher scheint es jetzt in Richtung Titan zu kippen. Also 9 T-Runden ist schon mal eine ganz schöne Ansage. Auch wenn Cash ein bisschen andere Dynamik hat als Inferno. Viel mehr Fernkampf. Wo unter Umständen die AKs auch einen Vorteil bekommen können. Ich glaube, er wurde gespottet. Ich kann mir vorstellen, dass Kenny ihn da übersehen hat. Der Smoke raus. Was hat er sein Mate? Auch nicht gleich, hat gut gesessen. Dummerweise hat Stavros nicht den Weg durch den Molly gefunden. Und auch Troubley wird abgezielt. 10 zu 3. So, letzter Versuch für Panther, hier vielleicht noch ein kleines bisschen ein, zwei Runden rauszuholen. Also einen brauchen sie mindestens noch. Ein 12-3 ist fast nicht mehr zu holen. Betonung liegt natürlich weiterhin auf fast, so ist es nicht. Kenny S. Entry Fake oben. Für Tabs ist es eine schwierige Lage. Muss eigentlich schauen, dass er irgendwie noch einen Pick bekommt. Jawohl, gut gemacht. Kurze Flash oben drüber. Niemand da, der seinen Mate hätte decken können. Absen, da hat er zu weit rüberziehen müssen. Und man merkt einfach, dass Titan das ziemlich routiniert runterspielt. Lassen sich da wenig holen. Aber diese eine kleine Situation, die könnte einen Unterschied gemacht haben. Wir haben Starforce noch in der Main, der ist da offensiv gepusht. Und wo soll es hingehen? Bombe ist unterwegs zurück, scheint jetzt in den Schacht zu pushen. Also das wird hier wohl ein B-Go. Und Panther hat sich da gut vernaschen lassen. Zweiter Sitz, schön gemacht. Damit sollte die Runde durch sein. Christe gibt alles, aber es kann einfach nichts werden. Und wir sind bei 11 zu 3. Titan zieht auf oder fort. Und es sieht nicht so aus, als ob Panther hier noch gute Chancen hat, zurückzukommen. Aber wir wollen ihm mal die Daumen noch weiterhin drücken und das Ganze noch nicht abschreiben. Ich hoffe doch, dass sie sich noch nicht abschreiben. Denn so oder so könnte es natürlich auch eine Möglichkeit sein, ein bisschen noch weiter Erfahrung zu sammeln. So lange ist das Panther-Lineup noch nicht zusammen.
Auto wäre eine Möglichkeit gewesen, Danny da rauszunehmen. Der hat verschossen. Und mit AMP wird man ja dann doch etwas besser festgenagelt. Dobson, der offensive Push, genau im richtigen Moment. Dann habe ich noch beide Spieler in der Tür. Das kann er natürlich für seine Mates ansagen. Aber die müssen erstmal eine ganze Weile noch laufen, um an die Bombe ranzukommen. Die liegt da irgendwo in der Mitte rum. Stroxy rechnet schon damit, dass jemand kommt. Irgendwo müssen sie ja zur Bombe hin. Stroxy! Warum RPK da auf Abwägen unterwegs ist über die CT-Base, kann ich mir nicht so ganz erklären. Hat natürlich aus dem einen AP ein bisschen was machen wollen. Na, jetzt hat RPK dann doch wieder den Weg über die Mitte gewählt, wo sie natürlich abziehen. In 20 Sekunden. Scheiße, sich durch die Smoke zu pushen. 11 zu 4. Also gut, die letzte Runde von Penta. War Titan ein kleines bisschen unvorsichtig. Aber. Naja, also. Das müsste jetzt schon ein mittelschweres Wunder sein, wenn Penta davon noch zurückkommt. Wir haben solche Dinge schon erlebt. Ist nicht so, dass es das erste Mal wäre, dass man auch aus dem 11-4 noch wieder zurückkommt. Aber sagen wir mal, die Chancen sind auf jeden Fall deutlich gegen die deutschen Jungs. So, Pistol Round läuft. Die sollte sich Penta auf jeden Fall unter den Nagel reißen, wenn sie hier noch Chancen haben wollen. Schönes Brett von Stavros. Der PK hat einen halben Rückwärtssalto gemacht. Dort hinten im Pool, da sitzen sie. Kenny ist im Schachtgang. Nochmal den zweiten Peak gesetzt. Jetzt kommt Maniac schon zur Unterstützung, aber die Runde sieht nicht gut aus für Pentaspots. Kenny ist mit einem Triple. 12 zu 4. Und die Deutschen mit dem Rücken zur Wand. Also ohne die First Down wird das hier natürlich nochmal dreimal schwerer. Nun gut. Also werden wir einfach unsere Erwartungshaltung jetzt ganz unten halten und lassen uns überraschen, ob Penta da vielleicht... Oh Gott, Trouble steht ein bisschen. Lass uns überraschen, ob Penta davon sich noch erholt oder vielleicht nochmal ein kleines bisschen Lauf hinlegen können. Und wir müssen mal im Auge behalten, was mit Trouble hier los ist. Der scheint gerade ganz gewaltig gestanden zu haben. Kann natürlich sein, dass er einfach nur auf den Desktop geflogen ist, aus irgendeinem Grund. Aber jetzt bewegt er sich momentan auch nicht. Ja, scheint aber auch nur abziehend zu sein. Oh je, mach keinen Scheiß, Jungs. Zu 4. So, letzte Chance. Der Early Buy von Painter. Apex. Wird gerefragt. Ordentliches Refrag-Verhalten an der Stelle. Schöner gewesen, wenn oben der Pushkissen-Spieler ihn erwischt hätte. Aber gut, so passt es auch. Ist nicht so ganz klar, wo die Deutschen hingehen wollen. Zwei Spieler Richtung A, zwei Spieler Richtung B. Mehr oder weniger. Einer Mitte.
Schöner kleiner Turm, hat mir sehr gut gefallen. Kann man an den Rand der Smoke stellen und da hat man gesehen, dass Maniac absolut keine Chance hatte, darauf zu reagieren. Ist dann nochmal aufgepasst. Trubby konnte noch einen Pick Richtung B setzen. Und so ist es ein 2 gegen 2. Aber Titan müsste sich genau überlegen, ob sie da nochmal rangehen. Pat hat eigentlich genug Zeit gehabt, um sich hier noch in Position zu bringen. Aber ich kann mir vorstellen, dass die Franzosen das durchaus versuchen werden. Weil die beiden Waffen natürlich ein bisschen helfen würden, was die nächste Runde angeht. Aber ich denke, sie wollen das jetzt einfach dicht machen. Werden nicht mehr allzu viel Respekt, spielerischen Respekt natürlich haben. Schroxy, die Flash gedodged, aber nicht so richtig. Das hat gereicht, um ihn ein bisschen aus dem Konzept zu bringen. Und Crystal macht das genau richtig. Pusht da von oben ran. Jawohl, sauber Crystal. 5 zu 13. Trouble nochmal. Also jetzt geht es natürlich in die Eco. Sollte da eigentlich keinen großen Schaden machen können, wenn denn Penta halbwegs aufpasst. Da geht's schon mal los. Terrorists win. 6 zu 13. So aus, als ob es vielleicht dann sich im Ende auch zuneigt. Savos und Tabs sind beide schon gut angehittet. Und wenn Painter hier diese Anschlussrunde verliert, na gut, ein bisschen Geld wäre noch da. Man könnte also da theoretisch nochmal nachkaufen. Allein die Baseball-Position zu decken ist nicht so einfach. Das wartet noch drauf. Oh, komm, ihr habt schon gespottet. Und sollte der Baseball halbwegs frei sein. Wichtiges Morgen ist die unten Richtung CD Base, damit da nichts passieren kann. Ich hat seinen Moment auf jeden Fall jetzt gewirkt. Yes, im Molotow stehen geblieben, dafür verbrennt er. Oh, troubling. Also, 13 zu 7. Und auch wenn es so aussieht, als ob Penta aufholt, müssen wir uns natürlich im Klaren darüber sein, dass es hier unter Umständen sehr schnell vorbei sein kann. Aber wie gesagt, Erwartungshaltung runterschrauben und einfach uns mal überraschen lassen, ob da vielleicht noch was kommt. Keine Zeit fürs Robot. Jetzt sollte sitzen. Jawohl, ist dafür was mit dem Double. Ein bisschen erschrocken, glaube ich, dass am Laster noch jemand war. Gegner fällt rum, warum schießt er immer noch zurück? Oh yeah, Existence. 1 gegen 1 plötzlich. Penta hat dann nicht so perfekt alles ausgespielt. Ich habe viele Spieler an Einzelaktionen verloren. Aber ich sehe einfach keine Waffe. Ziemlich riskante Aktion von Crystal, da so offensiv zu legen. Oh mein Gott. Das muss doch nur eigentlich wirklich nicht sein. Das hat sich in dem Fall ausgezahlt. Das Problem ist, dass Existence natürlich die Rifle picken kann. Und wenn Crystal verschießt, läuft er nochmal einen Tick weg. Spielt mit seinem Gegner ganz gut. Der Gegner hat sicherlich keine Fuse-Kill in dieser Eco. Das weiß Crystal natürlich auch. Dementsprechend geht er erst nach 8 Sekunden rum. Kommt nochmal davon. Jawohl, das müsste er ausgespielt haben. Die Zeit ist rum. Crystal. Meine Güte, der Junge ist nicht zu treffen. Er flippt da rum. Und für Existence ist das sicherlich zum Kotzen, dass er ihn überhaupt nicht kriegen kann. Crystal hat das sehr gut drauf, den Gegner dann an der Nase rumzuführen. Hat absolut auf Zeit gespielt, von vorne bis hinten, hat sich nicht auf das Duell eingelassen. Natürlich wohl wissend, dass da eigentlich keine Diffuse-Kit vorhanden sein dürfte.
Und Apex in der Mitte ist eine absolute Macht. 22-13. Und er geht eigentlich nie ohne Frag ab. Und wir sehen es ja schon, es soll da Richtung B-Spot gehen. Das hat bisher eigentlich relativ gut funktioniert. Die wichtigen Runden sind zu einem guten Teil auch über den B-Spot geholt worden. Die wichtigen Waffenrunden. PK verändert seine Position nochmal, aber es dauert ein kleines bisschen zu lange. Sie kommen nicht wirklich drauf. Schöne Molotows, die dagegen setzen. Smoke liegt auch. Eigentlich könnte man den B-Spot hier kaum mehr angreifen. Ah, schön noch im Gespür gehabt, dass irgendwo da vorne jemand stehen muss. Ich glaube nicht, dass RPK gespottet war. Apex. Wollen sie dann noch einen alleine drauf schicken? Frage ich mich gerade so ein bisschen. Jetzt kommt die Smoke nach, also deutliche Unterzahl. Die beiden Titanspieler mit dem Eck sollten eigentlich keine Probleme haben. Kenny S, Blick Richtung Kurz wäre gut. Verschießt. Aber ich glaube, jetzt darf man noch in die City-Base laufen sehen. Jawohl, ist Davos. Existus absolut nicht auch vorbereitet. Trotzdem 14-8. Und jetzt sind es noch zwei Runden, die Titan hier vom Sieg trennen. Also einmal noch durchgekauft. Troubly hat Geld drin gelassen. Natürlich volles Equipment. Also schadet es nicht, da 2000 auf der hohen Kante zu haben. Dann kann man in der nächsten Runde vielleicht ein kleines bisschen mehr kaufen. Eventuell vielleicht auch auf die AWP gehen. Vielleicht möchte Crystal, sollten sie das alles holen. Also rein hypothetisch. Vielleicht möchte Crystal dann doch wieder mit der AWP das Ganze nochmal angehen. RPK ist schon dort gespottet worden. Ah, Trouble. Die Nate sollte es aber tun. Nein, ist auch ein Ticken zu weit. Das wäre die perfekte Gelegenheit gewesen für Trouble, da den Entry Richtung B-Zone. Zweiter Spieler RPK stand eigentlich auch so close, dass man da vielleicht gleich zwei Haus draus hätte machen können. Und jetzt ist Christy in die City Base rein. Ich glaube, er ist durchgekommen. Maniac hat ihn nicht gesehen. Perfekte Position für Christy. Wartet einfach nur ab und wird Kenny erst da picken, denn der hat keine Chance, darauf gefasst zu sein. Und jetzt geht es nur noch auf Richtung Spot. Struxi mit dem schönen Kill. Kann Apex auch vom Spot fischen. Und das ist die neunte Runde für Penta Sports. Maniac bleibt nichts anderes übrig, als das Ganze hier aufzugeben. Also, das war eine Ninja-Aktion von Crystal. Ist hier ganz knapp an der Wand lang gelaufen. Und der Spieler auf dem Auto hat ihn nicht gespottet. Dementsprechend hat Kenny jetzt keine Chance gehabt. Ja. Und jetzt gucken wir mal ganz schnell ins Geld bei Titan rein. Und sehen eigentlich mehr oder weniger gehen in die Leere. Bekommen jetzt 1400 für diese Runde. Das reicht vorne und hinten nicht zum Kaufen. Und ich gehe mal stark davon aus, dass wir jetzt dann gleich bei den Franzosen noch eine Eco sehen werden. Sehe ich das richtig, dass Tapsen hier AWP spielen wird? Also man hat... Crystal hat die AWP mitgenommen und hat sie an Tapsen weitergegeben. Also fühlt sich Crystal vielleicht dann auch mit der AK gerade ein bisschen wohler. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass Crystal da an der Stelle auch so... diszipliniert ist, dass er sagt, okay, bei mir läuft es mit der AWP nicht so ganz, ich komme besser mit der Rifle zurecht und gebe es einfach weiter an Tapsen, soll er damit umgehen und ich kann mich weiter auf mein Spiel konzentrieren, was bisher auch wirklich Erfolg gehabt hat. Also, da muss man seinen Stolz runterschlucken in so einer Lage und dann muss man das Ganze einfach die Verantwortung abgeben. Da ist Tapsen schon down, kam eigentlich nicht wirklich dazu, seine AWP einzusetzen. Davros, schöner Frag Richtung Spot. Jetzt hält es noch an Maniac.
Denk noch an Maniac, der hier am Spot irgendwo sitzt. Das verschanzt oben auf dem Catwalk. Maniac mit dem zweiten. Und das könnte es vielleicht gewesen sein. Die eine Rifle, die da unterwegs war. Prestige, schöner Frag. Vielleicht kann er es nochmal rausreißen. Nein, 15-9. Oh je, es ist auch wieder dieser Halb-Eco gescheitert. Natürlich war Maniac derjenige, der es gerissen hat und der hatte die Rifle. Aber es war irgendwo nur eine Frage der Zeit. Pendo Sports hat zumindest Geld, um größtenteils Equipment gegenzukaufen. Und vielleicht muss nochmal weiter schauen. Christian, raus. AK scheint es bei ihm ein kleines bisschen besser zu laufen, auch wenn er da lange gebraucht hat, den Gegner auszuschalten, aber der ist auch ordentlich rumgehüpft. Oh, Existence. Wie das Crosshair förmlich klebt auf dem Gegner. Stavros. Möglichkeit ist da. Strokes ist auch Richtung A durch. Beide Spieler sind gut angehältet, aber Kenny S hat zu ihrem Glück, muss man an der Stelle sagen, eine AWP. Das heißt, wenn nicht kommuniziert wurde, dass beide Spieler low sein müssten. Was ist immer in die falsche Richtung? Nate, jetzt wechselt er auf die Rifle, natürlich um ein kleines bisschen flexibler zu sein. Und das hilft auch gewaltig. Denn beide Panther-Spieler sind so angehittet, dass er sie mit einem Schuss erwischen könnte. Er versuchte durchzuziehen. Das sollte ein easy pick sein. Jawohl, 10-15. Gegenrunde kommt und Titan hat wieder kein Geld. Und ich denke, wir sehen wieder die Eco. Und diesmal gilt es für Panther, das besser zu machen, was sie in der letzten Runde vergeigt haben. Schon ziemlich weit vorne. Und spielt natürlich auch so ein kleines bisschen mit dem Feuer. Panther ist jetzt übervorsichtig. Man sieht es ganz deutlich. Es wird Christy wieder in die CTBS reingeschickt. Durch den Molly laufen. Oh. Was für eine dreiste Aktion von Christy. Das ist der alte Christy, so wie wir ihn kennen. Und da geht es nochmal rauf Richtung B-Spots. Meine Güte, diese Lex hier. Apex, einen noch mitgenommen. 11-15. Also, immer noch 4 Matchpoints für Titan. Panther darf sich natürlich keine Fehler mehr erlauben. Sollte eine Runde weggehen, dann ist es sofort vorbei. Smoke war Richtung Mitte. Deutlicher Hinweis, dass man versucht rauszupushen. RPK sieht gar nichts, kann sich da nicht zur Wehr setzen. Schön gemacht, der Flash-Hagel hat seine Wirkung gezeigt. Und Christy pusht da wieder durch, wer irre hat, aber nicht rechtzeitig den Spieler umschießen können. Ich weiß nicht, was da passiert ist, warum er abgesetzt hat. Dann vielleicht in dem Moment eine falsche Flash gegen Kenny S. 3-4. Oben rechts in der Ecke steht Maniac. Und wenn die Position nicht extra überprüft wird, dann hat man eigentlich keine Chance, darauf zu reagieren. Maniac musste seinem Mate eigentlich helfen. Okay, jetzt weiß ich ganz gut, selbst zu helfen. 2-4 jetzt. Es sieht so aus, als könnte es hier vielleicht die letzte Runde sein. Kenny es nochmal. Und Maniac hat die Position, um ihn da rauszunehmen. 16-11. Titan Esports gewinnt. 2-0 nach Maps. Aber Panther Sports hat auf jeden Fall gezeigt, dass sie konkurrenzfähig sind. Kleines bisschen mehr hätten wir uns noch